Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, immer noch mit ungemachten Nägeln und nur zwei Nägel sind lackiert von dem Essence-Adventskalender, den ich eben mit euch aufgemacht habe. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für euch. Und zwar habe ich letztes Jahr mit euch den DM-Bio-Adventskalender geöffnet und jetzt war ich bei Rossmann. Die haben auch sowas. Tada! Ja! Das ist voll super. Das ist ein 24 Leckereien Adventskalender von Rossmann. Und 24 Leckereien für dich heißt der einfach. Ich habe hier hinten dieses Hinterblatt, was man abmachen kann. Wenn man den verschenkt, ist das super, damit der Beschenkte nicht weiß, was drin ist. Richtig gut. Und da sind Marken drin in der Bio Genuss Plus, King's Crown, Laudatio und Das Exquisite. Das sind alles Rossmann-Eigenmarken. Und das ist total klasse. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was in diesem Adventskalender drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier Boxen, was ich super finde. Keine Kläppchen. Du kannst den Adventskalender wiederverwenden. 1A. Gut mitgedacht. Ich finde das super, dass heutzutage oder vielmehr dieses Jahr sehr viele Firmen sich auf diese Adventskalender berufen mit den Schächtelchen. Finde ich richtig klasse. Jo, Muster ist weihnachtlich, ne? Alle Schachteln sind weihnachtlich bemustert. Ich finde, der sieht klasse aus. Den kann man sich super hinstellen in der Adventszeit. Ist echt schön schlicht, ne? Also ich mag das Design richtig gerne. Ich vermisse jetzt auch nicht dieses klassische, kitschige. Ich finde, das ist sehr, sehr stilvoll gehalten. Also von daher, ich denke, dass das Design auch einige ansprechen wird. Mich spricht es auf jeden Fall an. So sieht das dann aus, wenn dieser Adventskalender in einem Billigregal steht. Ich bin natürlich auch weihnachtlich vorbereitet, ne? Ich habe ja nicht nur meine Nikolausmütze auf und mir rote Lippen gemacht, was zu einem Adventskalender-Unboxing auf meinem Kanal dazugehört. Nein, ich habe auch ein Weihnachts-T-Shirt an, denn es ist heute zu warm für einen Pulli. December 24. Muss. Okay, los geht's. Oh, schön, hier steht auch immer was drauf. Nein, hier steht nur drauf, setze ich mit der Rückseite nach vorne zurück auf meinen Platz. Okay, du kannst es quasi umdrehen und dann ergibt sich daraus ein Muster. Und da bin ich gespannt drauf, das können wir uns gleich auch am Ende anschauen. Hier haben wir das Büchschen Nummer 1. Auf geht's, hier öffnen, steht da drauf. Schön, wenn dein Kalender einen schon mal motiviert, ne? Da haben wir von Genuss Plus Crunchy Cubes, Cranberry Knusperwürfel mit Erdnüssen, Cranberries und Mandeln. Oh, yum. Ich glaube, ich möchte jetzt tatsächlich schon so ein paar von diesen Dingern auch probieren, ne? Ich glaube, das ist ganz gut. Der wird probiert. Ja, so Süßigkeiten. Ich meine, wir haben es jetzt... es ist 22.46 Uhr gerade. Und ja, so schaut das aus. Das sieht wirklich sehr gesund aus, aber lecker. Weil mit Zucker. Pistazien. Mm. Oh, sehr klebrig. Sehr lecker. Aber es klebt dir im ganzen Mund. Die Vorfreude wächst mit der Nummer 2. Öffne mich und futter mich. Also hier stehen so schöne Sprüche drauf. Das finde ich cool. Ein Ener Bio Winterriegel mit Apfel und Quinoa. Da sind 20 Gramm drin. Ja, doch, ne? Hört sich gut an. Es ist mit Zimt, dann brauche ich das jetzt noch nicht essen. Weil da steht Winter Edition drauf. Ja, das wird dann erst tatsächlich auf unserem Dezember-Adventsteller liegen. Die Nummer 3 ist heute wirklich der dritte. Nicht schummeln. Naja, vielleicht schummel ich ein wenig und mache das schon jetzt auf. Im September vor allem. Hier hast du dann so einen Nussknacker mit da drauf. Okay, das ist ein Christmas Ball mit Vanillegeschmack. 25 Gramm von Ener Bio. Was ist ein Christmas Ball? Bio-Fruchtkonfekt auf Dattelbasis mit Crispies. Mhm. Mit Datteln, Cashews, Sauerkirschen, Erdmandelmehl, Sonnenblumen-Reischips. Oh, das hört sich so lecker an. Und da das nicht mit Zimt ist, also nur ein kleiner Spleen, so Zimtsachen gibt es bei mir echt erst so im Dezember, kann ich den jetzt echt mal essen. Die sind übrigens alle irgendwie bis Juni 2020 haltbar. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil, ne, wäre jetzt ein bisschen schade, wenn jetzt die Adventskalender schon rauskommen, aber die im Januar oder so schon ablaufen würden. Das finde ich wirklich traurig. Okay, der sieht jetzt nicht so unbedingt ultra ansprechend aus, ne? Das ist so ein Kloß. Ja, riecht halt nach Dattel, ne?
Okay. Ist aber lecker. Doch, das kann man sich mal angucken. Das ist nicht nur was zu Weihnachten, finde ich. Ne? Hat zwar einen Vanillegeschmack dabei, aber ist lecker. Knusper, Knusper, die Nummer 4. 20 Days Until Christmas. Ja, noch 20 Tage bis Weihnachten, rein theoretisch. Let It Snow. Ach, guck mal, das ist echt toll designt, ne? Ein Schoko Crunchy, das ist ein Müsli. 75 Gramm. Also da muss ich wirklich sagen, dass die Packungsgrößen und der Inhalt, ich glaube wirklich von diesem Adventskalender deutlich besser ist als das von DM letztes Jahr. Achso, habe ich übrigens gesagt, wie teuer der war. 22,99 hat er gekostet. Gar nicht mal so günstig, aber ganz interessant, ne? Ja, ein Bio-Schoko-Knusper-Müsli mit Hafer-Vollkorn-Produkten, Dinkel-Vollkorn-Flocken, Rohrohrzucker, Sonnenblumenöl, Reissirup, Reis-Krispies, Meersalz, Gerstenmalz, Kokosraspeln, aha, 3% stark gerösteter Kakao. Das ist ja nicht so viel, ne? Ja. Das ist so ein kleines Portionchen oder ja doch, ne, so eine Portionsgröße, die ich mir gut auf Arbeit mitnehmen kann. Und nicht nur für Weihnachten, ne, also Schoko-Crunchy halt. Die Nummer 5 ist ganz schön schwer. Hier steht der Hinweis drauf, nicht vergessen Schuhe putzen. Ja, denn am nächsten Tag ist Nikolaus. Dann ist hier ein Marmeladenglas abgebildet. Oh geil, wenn hier eine Marmelade drin ist. Oh, schön. Das ist Honig. Vielblütenhonig. Fein aromatisch. Das ist ja total klasse. Von Innerbio. Oh, schön. So ein 50 Gramm Glas mit Bio-Blütenhonig. Das ist total super. Das ist richtig, richtig toll. Das feiere ich, ne? Wenn, das ist Glas. Also wenn da so richtige kleine Gläschen drin sind, das ist doch süß. Oh Mann. Das kann man schön in den Tee machen, den man dann ja auch so in der kalten Jahreszeit trinkt. Bei uns im Herbst fängt es jetzt auch schon an, dass wir so mehr Tee trinken. Und ja. Ne? Da mache ich auch immer Honig rein. Schön. Nikolaus. Heute kommt der Nikolaus. Sonst bringt der Nikolaus die Rute? Hm? Warst du auch artig? Achso, erst warst du auch artig, sonst bringt der Nikolaus die Rute. Danke. Ich bin immer artig. Claudia ist immer artig. Knusperherzen von Innerbio. 20 Gramm sind da drin. Das ist ja schön. Das ist Bio-Getreide-Extrudat dragiert. Nom. Das auch mit Zimt, mit Anis, ui. Ingwer, Nelke, also das ist so richtig Weihnachten. Ist aber dann auch nur bis zum März haltbar. Ist das ein klassisches Nikolaus-Türchen gewesen? Nicht wirklich, oder? Da hätte ich fast schon eher das Müsli drin gesehen. Aber irgendwie sind die Herzen auch süß. Ist schon wieder herzlich. Und irgendwas ist hier noch mit drin. Hä? Ach, guck mal, in der Weihnachtsbäckerei. Hier sind Kärtchen mit dabei. Ach, wie schön, guck mal. Hier ist so ein Kärtchen. Innerbio, 20% Rabatt beim Kauf von Innerbio Mehlen und Süßungsmitteln. Ab in die Weihnachtsbäckerei. Mit Teig an den Händen und Plätzchenduft im ganzen Haus. Wieso nicht mal auf raffinierten Zucker verzichten und Mehle aus Kokos oder Buchweizen dabei ausprobieren. Mit unseren alternativen Süßungsmitteln und Spezialmehlen von Innerbio lassen sich neue Kreationen und süße Meisterwerke zaubern. Auf die Plätzchen, fertig, los! Ach schön, und das kannst du dann vom 6.12. bis zum 22.12. Mit der App halt entsprechend einlösen und bekommst dann 20% Rabatt. Ach guck mal, das war auch noch mit dabei. Siehst du, doch, ist ein schönes Nikolaustürchen gewesen. Die Nummer 7. Steht da auch eine Botschaft drauf? Nein. Schade. Ich finde die Botschaften ganz süß. Übrigens ist hier gerade voll so ein Langbein hier durchgeflogen. Also Leute, einen Daumen hoch für das Langbein bitte. Vielleicht kommt es ja nachher nochmal wieder. Ach, guck mal. Das ist eine Sternform für die Weihnachtsbäckerei. Das kann man sehr gut gebrauchen. Und hier ist auch nochmal ein Rezept mit dabei für Linzertörtchen. Mega cool. Ach Leute, das finde ich toll. Sowas, ne, das macht mich schon irgendwie, das finde ich toll, wenn da so kleine Botschaften noch mit drin sind. Ho, 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 da ist die 8. Erst 1, dann 2. Es ist der zweite Adventssonntag. Was haben wir hier drin? 25 Gramm von Laudatio, feiner Genuss. Chai Latte mit feiner Vanille-Zimtnote, mildes Milchteegetränk. Das ist auf jeden Fall was für den Winter, weil mit Zimt und so, ne? Ich sag's ja nur nochmal. Das ist tatsächlich ein richtig schönes Weihnachtsgetränk. Das kommt auch mit zur Arbeit. Die Nummer 9. Steht da was drauf? Be Joyful steht da drauf.
Hab Vorfreude. Sei freudig. Guck mal, da haben wir jetzt den passenden Tee eben zu dem Honig von eben. Früchtetee, Apfel, Dattel, Feige. Zweimal mit Apfel, Dattel und Feigengeschmack. Ja, das hätte man sich denken können. Genau, da sind zwei Stück von drin. Das ist toll. Das riecht echt lecker. No, das riecht echt lecker. Nom, nom. Die Nummer 10. Cookies and Milk for Santa. Okay. Süß, ne? Oh ja, da kannst du Kekse backen. Und das ist ein, ach cool, so ein kleines Männchen, so ein Lebkuchenmännchen. Finde ich schön, dass du da auch solche Gimmicks quasi mit drin hast, ne? Dass es halt nicht nur Food ist, sondern auch so Non-Food-Artikel. Und ich finde es voll schön, wie sich dieses Bild hier im Hintergrund entwickelt, ne? Voll geil. Die Nummer 11. It's the most wonderful time of the year. Es ist die tollste Zeit des Jahres. In gewisser Art und Weise schon. Alles ist irgendwie so gefühlt sanft auf Wolke 7 und so weiter. Aber letztendlich in den Firmen, da geht die Post ab. Da wird es zum Jahresende immer etwas stressig. Das spreche ich aus eigener Erfahrung. Enerbio-Mandeln mit Lebkuchengewürz, 30 Gramm. Ja. Ne? Die werden auf dem Weihnachtstisch landen. Die werden jetzt noch nicht gegessen, weil da definitiv genau das gleiche auch, ja. Koriander, Zimt, Kardamom, Anis, Nelke, Muskatnuss, Ingwer. Das ist definitiv ein Weihnachtsprodukt, nicht ein Septemberprodukt. Aber in der Regel machst du das ja auch erst am 11. Dezember auf. Ne? Ist ja nicht jeder so verrückt wie ich, kauft sich so viele Adventskalender und macht die hier bei YouTube auf. Also von daher, das ist hier nicht normal. Zur Halbzeit bekommen wir ein großes Büchschen. Liebe geht durch den Magen. Hm. Irgendwas mit Liebe? Oh ja, lecker. Marmortaler mit Dinkelmehl und Kakao. Hm, sowas mag ich gerne. Und die kann ich tatsächlich auch probieren. Von Enerbio. Richtig klasse. Und hier sehen wir, wie so ein Marmortaler aussieht. Das sind halt ganz normale Kekse. Cookies halt, ne? Oh, das riecht auch lecker. Mmh, mega lecker. Die Nummer 13. Und da steht drauf. Nee, da. All you need is a lot of chocolate. Und das stimmt so sehr. Von Enerbio Winteraufstrich weiße Schokolade mit Zimt. Ich liebe weiße Schokolade. Mega gut. Mega gut. Ja, aber mit Zimt halt, ne? Weihnachtsprodukt wird dann im Dezember von mir gegessen. 40 Gramm sind drin. Auch wieder ein schönes Glastiegelchen. Mega gut. Mega gut. Die Nummer 14. Da ist so ein noch 10-mal schlafen drauf. Ja, der Countdown zu Weihnachten. Tatsächlich. Und da haben wir drin Rooibos-Tee mit Vanille. Mm, zweimal. Richtig klasse. Und ein Rezept für Glühpunsch-Sirup für 1,5 Liter. Und da ist ein Rezept mit drin. Die 15 ist wieder riesengroß. Und hier steht drauf dann 3. Denn wir haben tatsächlich jetzt den 3. Advent schon. Jedenfalls in diesem Kalender. Oh, Honigmandeln, lecker. Honigmandeln mit Blütenhonig, leicht geröstet von Genuss Plus. 50 Gramm sind da drin. Oh, sowas mag ich ja gerne. Komm, wir probieren mal. Sehen relativ nicht so ansprechend aus. Schmecken aber richtig gut. Boah. Das schmeckt so geil nach Weihnachtsmarkt. Das ist super lecker. Die Nummer 16 verspricht eine schöne Weihnachtszeit. Ein dreierlei Schokobeeren. Ach, Wahnsinn. Ist da irgendwas mit Zimt drin? Gefriergetrocknete Himbeeren in Zartbitterschokolade, gefriergetrocknete Heidelbeeren in weißer und lila Schokolade und gefriergetrocknete Erdbeeren in Vollmilchschokolade. Ja, das können wir mal probieren. So schaut das aus, was drin ist. Definitiv ein Gaumenschmaus. Außerdem ist hier ein Zettelchen mit drin. Weihnachtszeit ist Knabberzeit. 20% Rabatt beim Kauf von Enerbio Trockenfrüchten und Nüssen. Sehr, sehr cool. Vom 16.12. bis 31.12. Die Nummer 17 ist wieder so ein großes Paket.
Wunschzettel. Freude, Gesundheit, Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Voll schön. Oh, lecker. Pistazien mit Meersalz, schonend geröstet. 40 Gramm sind da drin. Richtig lecker. Die brauche ich jetzt gar nicht probieren. Die kenne ich, die mag ich richtig, richtig gerne. Boah, geil. Von Venus Plus sind die übrigens. Ich finde es übrigens klasse, dass hier nicht nur so Zimt, Weihnachtsprodukte, Tüdelü drin sind, sondern halt auch aus dem Standardsortiment so ganz normale Produkte, die du einfach gerne auch zur Weihnachtszeit essen würdest. Ne? Voll gut. Und Nüsse soll man auch essen, weil die sind gesund. Und du brauchst im Winter ganz starke Abwehrkräfte. 18. Und da steht drauf Yummy und Jingle Bells. Ein Christmas Ball. Oh, gebrannte Mandel. Der wird nachher gegessen. Das ist halt auch wieder so ein Ball wie eben. Und genau, zeige ich jetzt erstmal. Von In der Bio ist der. Das ist halt wieder ein so ein Ball. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas haben. 25 Gramm sind da drin. Auch wieder Biofruchtkonfekt mit Dattelbasis mit gerösteten Mandeln. Oh, yum. Läuft mir das Wasser jetzt schon im Mund zusammen, ne? Voll gut. Die Nummer 19 ruft zur Winterzeit auf. Noch 5-mal schlafen, dann ist Weihnachten. Ja. Wieder von Inner Bio ein Winter-Crunchy mit Apfelzimt. Auch das wieder etwas, was ich mir mit zur Arbeit nehmen werde und dort dann frühstücken oder zum Mittagessen essen werde. Richtig lecker. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr. So viele Sachen sind da drin. Das ist so schön. Die Nummer 20. Und da ist eine kleine To-Do-Liste drauf. Kekse backen, Geschenke einpacken, Wunschzettel schreiben, Baum schmücken. Wann schmückst du deinen Weihnachtsbaum? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Wir machen das meistens relativ kurzfristig vorher. So, Spekulatius, ja, endlich. Ich habe sie jetzt auch schon in den Läden gesehen und Leute, ich liebe Spekulatius. Und hier sind einfach so winzig kleine Mini-Spekulatius drin, 50 Gramm. Mit Haselnüssen, oh, lecker. Aber hier ist auch wieder Zimt drin, das bewahre ich mir auch für den Weihnachtsteller. Mega geil. Das ist auch nur bis März haltbar. Die Nummer 21. Oh ja, da ist wieder so ein leckeres Riegel drin. Ein leckerer Riegel. Winterriegel, Hafer, Sesam, Orange. Oh, lecker. In der Bio scheint da wirklich der Hauptanteilseigner von diesem Kalender zu sein. Finde ich aber nicht schlimm, finde ich gut, weil die haben echt tolle Sachen im Sortiment, ganz offensichtlich. 20 Gramm. Ja. We love chocolate in der Nummer 22. Oh ja, ich liebe Schokolade. 4. Advent übrigens auch. Ja, das mag ich jetzt nicht so gerne. Das exquisite, erlesene Qualität, noir, fein herb, 78% Kakao. Ei, extra dunkel, das ist gar nichts für mich. Ich bin ja so ein ganz süßer, ne? Ein ganz süßer Mensch. Am liebsten weiße Schokolade, tatsächlich. Die Nummer 23, noch einmal schlafen, ist ganz schön schwer. Da ist bestimmt auch irgendwie so ein Gläschen wieder drin. Geil. Die Nuss-Nougat-Creme von Inner Bio, 40 Gramm sind da drin. Finde ich total klasse. Sowas kann ich mir super auf die Arbeit stellen. Nimm mir dann einfach mein Brot mit und schmiere mir das einfach frisch zur Frühstückspause. Finde ich klasse. Und ja, lecker. Kenne ich, mag ich. Die Nummer 24, Leute. Wir sind schon am Ende. Frohe Weihnachten. Was da wohl drin ist in der 24? Es ist ganz schön kompakt, also schwer. Chocolat des Alpes. Le. Achso, mit Alpenmilch, eine Schokolade von Das Exquisite. Und das sieht mir sehr, sehr lecker aus. Mit Honig und Alm und oh, nom. Und Mandeln sind da abgebildet. Feine Milchschokolade mit Honig, Mandel, Turone. Eine würdige Nummer 24, oder? So sieht er jetzt von außen aus, wenn alle Kläppchen bzw. Boxen umgedreht sind. Sieht schön aus. Also ich finde es klasse, wie sich einfach so nach und nach in der Weihnachtszeit dann ja quasi der Kalender zu einem Merry Christmas and a Happy New Year Spruch entwickelt. Und ich finde es einfach toll. Das ist danach einfach auch wieder dekorativ zum Hinstellen mit einer Weihnachtsmütze und einem Mistelzweig. Und voll klasse. Also mir hat der Adventskalender richtig gut gefallen. Also die 24 Leckereien von Rossmann, kann ich euch ans Herz legen. Richtig klasse. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, euch die Werte von den Produkten rauszusuchen. Und vielleicht habe ich dir jetzt auch hier den Gesamtwert einzublenden. Ansonsten konnte ich es leider nicht finden. Das ist nämlich ganz schön schwierig. Gerade wenn man das so runterrechnen muss. Man muss ja auch bedenken, das sind Kleinverpackungen und so weiter. Die sind normalerweise etwas teurer dann, ne? Aber gut, ja.
Du, ich fand den Adventskalender großartig. Ich habe richtig Bock drauf, das alles aufzuessen. Und nächstes Jahr gibt es wieder einen Foodkalender aus der Drogerie. Ich habe aber noch ein paar andere, Degusterbox zum Beispiel oder den Foodist Adventskalender. Das werde ich alles noch demnächst für dich unboxen. Also abonniere am besten einfach mal hier unten meinen Kanal. Dann verpasst du das nicht. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Fände ich voll cool von dir. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.